Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Es fehlt nicht mehr viel. Ich muss tatsächlich diesen riesen Drachen besiegen. Und danach noch zwei Bäume besuchen. Dann kann ich Vendrick besiegen. Dann kann ich Vendrick besiegen und danach noch den Endboss, glaube ich. Und was ich halt als erstes wirklich, wirklich machen muss, ist den scheiß großen Drachen besiegen. Das wusste ich nicht. Dachte, ich bin unbesiegbar, wenn ich eine Tür öffne. Perfekt. Ja, und das wird echt meine Aufgabe für heute sein, auch für die Folge. Den fucking Drachen besiegen. Habe ich vielleicht ein Schild, das mehr Feuerschutz gibt? Feuer hat schon 80%. Ist halt schon übel huge. Ne. Ja, keine Ahnung. Vielleicht muss ich einfach geduldiger spielen. Ich weiß es nicht. Aber ich kann die Waffe verzaubern. Das könnte ich machen. Ich kann die Waffe verzaubern. Das bringt vielleicht ein bisschen was. Finsternis? Elektro? Könnte ich machen. Was ist besser? Finsternis oder Elektro? Ich würde erstmal Finsternis nehmen, Elektro nehmen und dann vielleicht, wenn er vorbei ist, der Boost auf Finsternis gehen. Ich mache halt gar keinen Schaden, das ist echt, das tut weh. Oh Gott, er zieht so viel ab. Das ist so belastend. Das ist echt maximal belastend. Vielleicht gehe ich mal auf den Kopf, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was Bär bringt. Das ist halt asozial, ne? Ich werde immer doppelt getroffen, wenn ich das Schild hochnehme. Das bringt ja fast gar nichts. Als ob! So, Elektro ist weg. Jetzt gehe ich mal auf Finsternis. Komm ran. Komm ran, du kleines Drachenlein. Komm ran. Ey, ich habe halt noch gar keinen Schaden gemacht, ne? Er trifft wieder doppelt. Es ist maximal asozial. Maximal belastend. Und er geht nochmal hoch. Was? Das ist so asozial. Er trifft einen doppelt. Ich stehe auf und werde direkt wieder getroffen. Was ist das für eine asoziale Scheiße? Das kotzt mich an. Es macht viel zu viel Schaden. Ich gehe nicht mehr auf den Kopf. Oder? Ich habe schon Feuerverteidigung voll drin. Diesen fucking Feuerring. Es bringt einfach nichts. Ich bin Level 140. Wie stark ist der bitte in ND plus 1? Der macht ja dann alles One-Hit. Dann darf sich ja gar nicht treffen lassen. Wird auf einmal No-Hit-Run dann. Ach, ficken, hä.
Verursacht mehr Schaden, erleidet weniger. Das klingt huge. Ist halt irgendwie seine stärksten. Ein Glück. Blablabla. Ich habe aber auch nix, was mir irgendwie hilft. Der war eben nicht mal Half-Life. Das ist ja so nervig. Schild bringt gefühlt auch nichts, weil die ganze Energieleiste da weg ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie das funktionieren soll. Verstehe es nicht. Masketenläufer nutzen, um mehr und mehr leveln. Noch mehr Level? Ich bin Level 140, das ist der erste Durchgang. Gefühlt mache ich gerade mehr Schaden. Versuchen wir immer so wegzulaufen direkt. Ja moin. Das hat super funktioniert. Das ist ja super. Das hat wieder super funktioniert. Weg, 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 weg. Nein! Sauf mal. Also Schild, das kann ich halt auch einfach weglassen. Das bringt gefühlt gar nichts. Jetzt? Der macht nach hinten Feuer? What? Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Asozial, ne? Das ist maximal asozial. Ich sage es euch so, wie es ist. Das ist so asozial. Also wenn er mich jetzt wieder trifft, ne, bin ich sauer. Das geht gar nicht. Was hat der für eine Reichweite? Gar keinen Schaden. Na, mein. Nee, 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 diesmal nicht. Dieses Mal nicht. Ich bin sofort losgerannt. Hä? Ach so, was hast du gemacht? Cool. Was machst du? Bist du kaputt? Was machst du jetzt? Er geht hoch. Weg, 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 weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. So, gut. Maximaler Abstand. Maximaler Abstand. Hallo. Ja, genau, sehr gut. Das ist gut. Ich habe das Gefühl, das Pieken macht mehr Schaden. Pieken mag er nicht. So, wenn er jetzt hochgeht, muss ich direkt abhauen. Falls er hochgeht. Pieken. Ah, gehst du hoch? Was machst du? Er geht hoch, er geht hoch. Weg, weg, weg. Ah, ich glaube, ich hab ihn jetzt begriffen. Ich habe mir jetzt begriffen, wie man ihn machen muss. Man muss ihn halt gut auslesen. So, jetzt wieder locken, dass er mich anspuckt. Komm, spuck. Genau. Dann gehe ich an ihm vorbei und piekse ihn ein paar Mal. Ich glaube, so ist die Formel. Na, was machst du jetzt? Immer erstmal gucken, was er macht. Jetzt geht er wieder hoch, abhauen. Ja, so habe ich ihn, glaube ich. Danke für den Lurk. Ja, so habe ich ihn. So fühle ich mich sicher. So, ich brauche mir auch gar nicht Stress machen. Wenn er los anfängt zu spucken, gehe ich einfach zur Seite.
Da, jetzt spuckt er. Ab hier rüber und wieder pieken. Ja, pieken ist stark. So, wenn er jetzt wieder hochgeht, hau ich wieder ab. Da haut er, da geht er hoch, abhauen. Ist ein bisschen langweilig, aber so geht's. Na komm, spuck. Na, da spuckt er wieder. Schön an ihm vorbei einfach. Anpieksen. Jetzt bloß nicht übermütig werden, wieder warten. Ja, da geht er wieder hoch. Der kann nichts anderes. Der kann nur spucken. Will immer nur spucken. Ich sag es euch. Immer nur am Spucken ist der. Na, spuck. Er spuckt. Einen Pika mehr gemacht. Ich hoffe, das rächt sich nicht. Was machst du jetzt? Spucken. Ja, spuck wieder. Abhauen. Schön die Beine in die Hand nehmen. Beine in die Hand und rennen. Na, spuck. Ja, da spuckt er wieder. Naja. Einfach ausnutzen, dass er dumm ist. Er ist halt einfach dumm. Jetzt geht er wieder hoch. Na, da geht er schon wieder hoch. Easy. Gut, eine Hungerskoppel. Easy, easy. Da spuckt er wieder. Einmal noch. Geh hoch. Ja, da geht er hoch. Danke für den Lurk, KK. Der dumme Drache Lu übertölpelt. So gut wie gar nicht. Ich habe den jetzt richtig ausgespielt. Guck mal. Ich habe seine Schwachstellen herausgefunden. Ganz alleine. Seine Schwachstellen herausgefunden. Zack. Fertig. Batz, bumm. Schwachstellen erkannt, Schwachstellen ausgenutzt. Das war doch kinderleicht für mich. Weil ich so ein geiler Spieler bin. Irgendwas habe ich bekommen, habe wieder nicht aufgepasst. Und hier gibt's jetzt, wie komme ich jetzt weg? Hier. Habe ich noch einen Dingsbums? Ja, habe ich. Einige sogar. Puh. Ja. Der Drache kann nichts. Gar nichts kann er. Und jetzt darf mir Nobu sagen, wo die anderen Bäume sind. Ausfinden. Ja, vielleicht Nobu. Man weiß es nicht. Man kann es nicht wissen. Ich gehe einfach voll auf Leben, oder? Nein, Leben gibt nur 15. Oh, nicht Leben. Kondition. So. Du bist ein geiles Spiel. Die findest du schon. Ach komm, Nobu. Nobu. Wir sind hier in der Aufnahme. Ich brauche jetzt hier deine Hilfe. Denn ein Baum wusste ich. Der war im Schloss. Hier. Nee. Hier. Ein Baum wusste ich. Wo die anderen sind. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo die anderen Bäume sind. Oder kann ich jetzt schon Wendrick besiegen? Mit der einen Drachenseele. Was kann ich damit eigentlich machen? Steht da was? Bei? Zum Erzeuger Seelen? Drachenwächterseele. Nee. Wellstadtseele. Die Seele von Wellstadt, dem Verteidiger des Königs in der Gruft der Untoten. Wellstadt war immer an der Seite des Königs, ganz so, als wäre er der Schatten seines Herrn. Nachdem sich der König in die Gruft der Untoten zurückgezogen hatte, folgte Wellstadt ihm und kehrte niemals zurück. Nutzt die besondere Seele des Ritters, um zahlreiche Seelen zu erwerben oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Aha. Apropos, ich könnte auch mal wieder Seelen poppen und nochmal ein paar Level machen. Drachenwächterseele. Die Seele eines Drachen, der den Weg zum Schrein bewacht. Wachen die
Drachen aus eigenem Willen über das Land oder unterlegen sie einem Aldia-Zauber? Opferschwanz für einen Rattenkönig. Versteinertes Objekt, versteinertes Etwas. Könnte ich auch mal eintauschen gehen? So ist nicht. Die Seele eines Riesen, aha. Wird der Tod den Zorn der Riesen für den König besänftigen oder wird wenn sie um Seelen zu erben? Aber. Soll ich die mal benutzen? Sind alle im Wald der Riesen? Kann gar nicht sein. Weil einer war ja hier. Wald der gefallenen Riesen, ah doch. Aber wo? Nicht benutzen. Okay, kannst du mich führen? Weil ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Einer war bei Patches. Ich erinnere mich aber nicht an noch mehr. So aus den Bäumen gefragt. Ach komm. Ich google einfach. Danke, Felix. Schneid das dann einfach in der Aufnahme raus. Dark Souls 2 Bäume Fundort. Das Loch, schwarze Schlucht. Könnt ihr in die Loch drinnen? Ja, das ist ein leuchtbares mittleres Loch. Wenn ihr die Leiter runterklappt, dann Duftzeug versteckt. Was? Riesenseele. Das Loch, schwarze Schlucht. Alte Drache. Gedenken an Wammer. Gedenke an Oro. Zugang an Erinnerung. Fundort der Riesenseelen. Oh Mann, ich verstehe das hier alles nicht. Einer hinterm Verfolger, den habe ich ja. Einer die Leiter runter und da, wo du einen Lebensring findest. Wo finde ich deinen Lebensring? Wo finde ich oder wo habe ich deinen Lebensring gefunden? Das weiß ich doch nicht mehr. Hier die Leiter runter, sagst du? Guck mal, da unten zum Beispiel war ich auch noch nie. Ist da unten vielleicht einer? Hallo. 440 Schaden. Aua. Danke für den Lurk, Tatja. Über die Brücke. Oh, Soldatenschlüssel benutzt, cool. Hatte ich anscheinend. Natürlich. Wer bist du denn? Das Symbol des Königs in eurem Besitz habe ich doch schon längst. Habe ich doch schon längst, my friend. Ring des Königs. Königsring. Mach ob. Mach ob hier. Den bei Patches. Ja, meinst du bei dem Verfolger? Wo man ihn das erste Mal trifft oder wo man ihn das zweite Mal trifft? Wo man ihn das erste Mal trifft, da den Baum, den habe ich in dem Gebiet.
Ah, hier ist ein Baum, ne? Das ist doch so ein Baumding. Ja, perfekt. Abfahrt. Abfahrt. Da kann ich ja auch jetzt einfach wieder durchlaufen, oder? Beim letzten Mal habe ich ja alles besiegt und dann genau den Typen, den ich ansprechen sollte, nicht angesprochen oder so. Gedenken an Jaik. Weil nicht so lange in den Erinnerungen. Ja, ist klar. Oha, Ackermatch. Oha, richtiges Ackermatch. Aua. Oha, 2K. Ich glaube, ich renne lieber durch, oder? Ich sehe mich hier schon sterben von so einem Feuerball. Aber die Items will ich haben. Items, Items, Items. Große Titanitscherbe, das lohnt sich. Oh, Riesenfürst. Ich glaube, den muss ich besiegen, oder? Autsch. Okay. Okay, ey, ich habe meinen Trank getrunken. Komm, brauch schneller Ausdauer. Als ob er mich trifft. Zack, besiegt. Das war's doch, oder? Muss ich den anquatschen? Ihr habt gesiegt. Irgendwas anquatschen? Da ist noch ein Item. Riesenfürstenseele, Sympathie der Riesen. Perfekt. Ich glaube, das war's doch, oder? Das tat gerade weh. Bitte nicht sterben. Irgendwas anquatschen schnell, bevor ich hier weg bin. Anquatschen, anquatschen. Untersuchen, untersuchen. Riesenseele, perfekt. Okay, perfekt. Okay, gut. Dann kann ich jetzt weg. Untersuchen. Untersuchen. Ich habe untersucht. Bitte sag mir, das war's. Huiuiui. Wieso wieder dieser Naflan? Den will hier niemand. Geh weg, Naflan. Das ist doch wieder dieser Zauberer. Der ist voll stark. Wo ist der Spacken? Da oben. Wieso? Was machst du denn jetzt hier? Ich will nichts von dir. Ich kauf nichts. Ich hab genug. Ich hab alles zu Hause, was ich will. Geh weg. Will nichts von dir. Tschö. So. Seele besiegt. Ab zum nächsten. Ab nach Hause. Menschenbild, ja. Ab nach Hause. Zack. So. Nächste ist. Hinterm Verfolger, Bossraum. Weiß ich nicht, wo der ist. Da musst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen. Wo ist denn der Verfolger, Bossraum? Das weiß ich ja nicht, weil ich habe ihn beim ersten Mal schon besiegt. Ich weiß, beim Schmied ist der Verfolger nochmal aufgetaucht. Beim Schmied ist der Verfolger nochmal aufgetaucht. Hallo? Hallo? Ich habe eine Arbeit für dich. Wo das Krähennest ist? Im Tutorial?
Wo sind das Kähne? Das ist im Tutorial, oder? Meinst du echt hier im Tutorial? Oder meinst du hier beim Schmied? Hier. MacDuffs Werkstatt. Wald? Riesenwald. Okay. Und dann bei Verfolger Bossraum. Da ist doch kein Bossraum vom Verfolger. Ich habe keine Ahnung, wo du meinst. Hier oben war ja der Boss. Aber den einen Baum da hinten habe ich schon. Das ist der einzige Baum, den ich gemacht habe. Du meinst hier unten der durch. Da vorne saß ja Cap Patches und hier unten durch den Baum habe ich. Gibt es noch einen Baum hier? Gut nochmal, Leo. Nein. Nein. Okay. Da ist noch einer. Okay. Da ist er aber nicht. Bin verwirrt. Verwirr's mich. Auch nicht, wenn du zu mir warst. Das ist und sagst, hast ihn schon. Ich hab ihn schon. Hier. Den da, den hab ich schon. Hier den habe ich schon gemacht. Du warst, glaube ich, sogar dabei. Da habe ich doch verkackt, den Dingsbums einzusammeln. Da gehe ich nicht nochmal rein. Den habe ich schon. Gibt es hier noch einen? Das kann natürlich sein. Oder ich weiß, dass hier... Aua. Dass hier noch einer ist. Ich gehe mal hier weiter. Stimmt, hier kann noch einer sein. Jo? Nee. Ist hier noch einer? Ja, doch, oder? Oder? Ist hier nicht noch einer? Viel Spaß beim Suchen. Soldatenschlüssel. Oh, das sieht doch gut aus. Soldatenschlüssel immer gut. Ey, aufhören. Soldatenschlüssel klingt doch erstmal gut. War eben auch richtig. Sieht doch. Ah! Aha! Hier ist der Bossraum vom Verfolger. Den habe ich halt nie gemacht. Den habe ich. Hier war ich halt noch nie. Aha! Aha, aha! Aha, aha! Kommt der jetzt hier auch nochmal oder? Kommt der nicht? Nee, er tut nicht kommen. Tut, tut. Gut, dann ist hier der nächste Baum. Geil. Danke, Nobu. Ich habe halt auch einfach den geilsten Nobunaga hier im Chat. Gar keine Lust mehr zu helfen. Ach komm. Du verlangst manchmal ein bisschen zu viel von mir, dass ich mich an solche Sachen erinnere. Aber hier waren wir halt noch nie. Deswegen hat mir Bossraum vom Verfolger halt gar nichts gesagt. Weißt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Aber so. Was liegt hier? Schwindende Seele. Soll ich hier den Pharos benutzen? Ich hoffe, nach oben ist richtig.
Oh ja, hier ist wieder Ackermatch, das ist immer gut. Bekämpfen sich ja gegenseitig. Ey, wird seine Deffer mal gebrochen oder eher nicht so? Aha. Scheiße, was macht der denn für einen Schaden? Seine Waffe ist auf Level 20 oder so. Hallo, ich habe nicht so viel Zeit. Ach, da geht's mir auch nicht. Ey, hier war ich doch schon mal. Oder? Wo muss ich lang? Scheiße, hier ist bestimmt voll falsch. Ich kann schwören, hier war ich schon mal. Ach, guck mal hier. Scheiße, hier war ich tatsächlich schon mal. Ist das dann immer noch richtig? Bestimmt nicht. Muss hier bestimmt noch mal rein. Ach, hier. Riesenseele. Ha, geschafft. Habe ich dann jetzt alle, Nobu? Habe ich jetzt alle und kann Wendrick besiegen? Das wäre natürlich huge. Das wäre richtig, richtig nice. Drang-like, Kettenhemd und so. Geil. Drang-like. Uiuiui. Die, aber ist natürlich schwächer als das, was ich habe. Aber meins ist halt auch schon plus 10. Oh, nice. Okay, das gehe ich mal vor, das gehe ich mal verbessern. Im Loch gibt es noch eine, okay. Muss ich ganz nach unten im Loch? Oder da kann ich mich ja hinporten, oder? Das hatte ich auch gerade online gelesen, im Loch. Ich versuche mal hier die Rüstung zu verbessern. Mal vorstellen, dass es ganz gut ist. Guck mal die. Die Narrenkappe. Glitzerndes. Oh, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. 250. Huiuiui. Kann man Glitzerndes irgendwo kaufen, Nobu? Hallo, Skoppel. Und das Drang-like-Schild. Na, habe ich ja auch. Drang-like-Schild. 100. Abfahrt. Ehre. Warte, kann ich das auch leveln? Dann soll ich das auch direkt mal machen. Und ich hatte, da war noch irgendwas von Drang-like. Vielleicht Drang-like Waffe oder so? Drang-like Schwert? Hm. Glitzerndes. Scheiße, ich brauche Glitzerndes. Ohne Ende Glitzerndes. Bei der mit dem Zopf. Bei der mit dem Zopf. Hier vorne. Beim Bonfire. Bei der mit dem Zopf. Hier vorne beim Bonfire. Bei der? Nee.
Warum ist er nicht da? Ja, schade, dann kannst du keine kaufen. Ah. Tada. Okay, und jetzt noch im Loch. Boah, scheiße, wo war denn das Loch hier, ne? Nee. Nee. Wo war denn das Kackloch nochmal? Bei den Giftzeugdingern. Hier, oberes Loch. Mund der schwarzen Schlucht. Ein Giftsumpf gefunden, was? Ah, vielleicht ist sie ja noch beim Giftsumpf. Giftsumpf. Boah, scheiße, wo war das? Was war hier, ne? Meine ich. Die ist ja noch hier. Die sitzt die ganze Zeit hier. Die kommt nicht nach Majula. Guck, die ist hier immer noch. Wieso kommt die nicht? Muss ich erst mal mit ihr ein bisschen quatschen? Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Ich habe nicht gelesen, was ich bekommen habe. Ich bin auch so ein... Kann ich nur 3 Stück kaufen? Das ist ja öde. Fossiler Drachenknochen. Ich brauche Seelen. Was habe ich denn gerade von ihr bekommen? Ich habe wieder nicht gelesen. Schlauerweise. Aber nur 3 Glitzernde, das bringt mich nicht so weiter. Ich dachte unendlich. Nobu weiß das bestimmt. Der hat doch so ein... Der weiß alles. Mann, ist das teuer. Fallstein. Oh. Oh, 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 oh. 5, 0. Na, die muss ich mir auch alle kaufen. Ich muss mal noch ein paar Seelen poppen. So, do, do. Benutzen. 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 Riesenfürstseele. Darf ich die benutzen? Ja, oder? Riesenfürst darf ich auch benutzen. Ich durfte nur nicht irgendeine andere nicht benutzen. Die hier darf ich nicht benutzen, eine Riesenseele. Aber Riesenfürst darf ich benutzen. Right? Ja, gut. Benutzen. 25. So. Ich will haben. Ich will den hier haben. Ich will... Die brauche ich nicht. Die 8 will ich haben. Und vom Rest noch, und noch eine... Ach, nur eine. Ach, gut, okay. Es sollte aber reichen. Okay, chillig. So, so, so. Und dann nur noch im Loch den Riesen. Und dann ist schon Boss-Time. Es könnte tatsächlich die letzte Folge sein. 20 Minuten noch. Es könnte echt die letzte Folge sein. Meine Waffe kann ich ja nicht mehr verbessern, oder? Nee, gut. Was mit meinem, und mein Bogen auch nicht mehr? Meine Bogen habe ich auch schon, krass. 0,7, das bringt ja gar nichts. Titanitbrocken. Abfahrt. 3, 2. Scholle. Abfahrt. Fertig. Keine Seelen mehr. Spannend. Das ist spannend. Nur irgendwas für Seelen? Ich habe nichts mehr für Seelen. Das ist ja auch öde. Okay. Mach ich später. Jetzt erstmal ab ins Loch. Ins Loch, ins Loch, ins Loch. Guck mal, hier oberes Loch? Oder kann ich direkt hier hin? Mund der schwarzen Schlucht. Der Drachen habe ich geschafft und auch schon 2 Bäume.
Es fehlt nur noch der Baum im Loch. Ja, unten. Okay. Es fehlt nur noch der Baum im Loch. Hier ist der Baum. Hier ist doch nicht der Baum gewesen. Hier sind die Spucker. Hier war doch kein Baum. Hier ist ein Baum? Nein, 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 nein. Nicht spucken. Ich sehe hier keinen Baum. Hier ist wirklich ein Baum. Hier drin vielleicht? Nee, aber hier ist eine Truhe. Hier ist kein Baum. Hier gibt es auch Riesen, die eine Seele trocken. Verstehe ich nicht. Muss weiter nach unten hier gehen. Echt? Noch weiter? Da war doch nur der Boss. What? Das ist mir noch nie passiert. Und ich bin übel vergiftet. Also richtig vergiftet. Also, hä, hier? Ich habe doch hier den Boss besiegt. Das macht ja gar keinen Sinn. Waldkind Vector, Victor. Das verstehe ich ja gar nicht gerade. Ich habe das doch hier alles besiegt. Wieso ist das hier nochmal jetzt? Na klar, trifft er mich. Na klar, trifft er mich. Ey, Mana ist so ein Scheiß hier. Ich habe keine Estus mehr. Ist das eine Scheiße hier? Ich porte mich, oder? Ja, ich porte mich zurück. Scheiß drauf, ich mach's nochmal. Stopp. Von Riesen, die hier sind. Ah. Weiter zurück an den Rand gehen. Okay. Ich dachte, aber wieso ist denn da nochmal. Lol. Wieso ist denn da nochmal. Ist das ein Pharos? Wieso ist denn da nochmal ein Bossnebel? Das verstehe ich halt nicht. Wieso ist denn da nochmal ein Bossnebel? Das ist ja komisch. Vergiftet, perfekt. Lasst mich alle in Ruhe. Ach man, diese fucking Giftscheiße. Mann! Duftzeug benutzen, Abfahrt. Lass mich durch. Lass mich durch. So, irgendwie gefühlt wäre ich jetzt gestorben. Hier geht's weiter, my friendos. Muss ich nicht hier lang? Das sieht richtig aus hier. Hier ist nicht richtig. Gott. Hier ist nicht richtig. So ein extra Boni. Ach so. Hier gibt es ein Leuchtfeuer. Das ist natürlich ganz spannend. So, und hier kann man irgendwo runterspringen. Also hier auf jeden Fall nicht. Nee, nee, nee. Jetzt ziehe ich mal hier hin. Ich verstehe aber trotzdem nicht, wieso da vorne nochmal der Nebel ist. Bin ich hier richtig? Hier war doch gerade. Ach, der Nebel war, weil eine Invasion gekommen ist. Kann das sein? Lasst mich in Ruhe. Also hier auf jeden Fall nicht. Okay. Och Mann. Man kann irgendwo am Rand
Runterspringen, sagst du, ja? War hier die Truhe oder was ist hier? Ja, hier war nochmal eine Truhe. Muss da ein bisschen gucken, okay? Was mache ich? Oh. Danke für den Lurk, Jasmin. Ach, guck mal, da sind auch so Zeichen. Guck mal, hier sind überall Zeichen. Guck mal, ich war sogar fast richtig. Hier. Aha. Hui. Oh, ich glaube, es war nicht richtig, oder? Oder vielleicht doch? Doch, es war richtig. Mann, das Gift zieht ganz schön ab. Okay, dann hier rein. Rein in die dunkle Gruft. Boah, gar keine Angst. Ich habe das Schild oben. Das sieht nicht gut aus. Ah, nö, kein Bock. Upsi. Ach, guck mal hier. Das Schloss. Was ist denn hier? Alter, hier ist einfach nur ein Loch, dass er richtig... kann ich da rein? Ja, kann ich. Geil. Oh, da war noch ein Item. Muss ich... Ah, ich muss die beiden killen für die Riesenseele. Ah, aha, okay. Dann kill ich die beiden mal. Das ist eine Klacks für mich. Das mache ich. Und da ist noch ein Item. Ah, wie kommt man da ran? Ah ja. Ich kill erstmal hier die beiden Kollegen. Schmerz. Schmerz. Ey, ich bin voll gesprungen. Gesprungen wie ein Weltmeister bin ich. Also zwei auf einmal ist der Assi. Vergessener Schlüssel und Riesenseele. Perfekt, dann habe ich jetzt alle Riesenseelen, oder? Ach, guck mal, hier ist noch eine Truhe. Ein Trüchen. Ring der Riesen. Was kann der Ring der Riesen? Ring der Riesen.
Ring der Riesen, Ring der Riesen, Ring der Riesen, da. Ah, der. Erhöht Balance. Um wie viel? Um 20 anstatt 10. Ja, ist immer noch nicht so krass, aber gut. Man überlegt, der Wolfsring gibt direkt 30 und den findet man richtig easy zu Beginn des Spiels. In Dark Souls 1, naja, ich weiß ja nicht. Komme ich aus dem Scheiß hier wieder raus? Ah ja, hier. Wie komme ich denn da noch hin? Außen rum? Ah ja. Silberner Talisman, cool. Bist du eine Waffe oder was bist du? Keine Ahnung. Okay, ab nach Hause. Und ab zu Wendrick. Ab zum alten Wendrick. So ein paar Türen hier im Loch öffnen, aber ist egal. Scheiß drauf. Das Loch. Ins Loch will ich nicht mehr. Ich will jetzt. Jetzt kann ich zu Wendrick. Wendrick, altes Haus, wo warst du nochmal? Hier, ne? Untotengraben. Muss ich dafür irgendwas machen oder kann ich jetzt einfach zu dem hin? Muss ich die Seelen irgendwo hinbringen oder damit irgendwas machen? Oder kann ich einfach direkt zu Wendrick und ihn wegklatschen? Muss ich vielleicht erstmal in seinen Thronsaal? Ich meine, ich habe da mal was gelesen oder gehört oder so. Einfach hin. Okay, einfach hin. Den Weg kann ich noch, das ist kein Problem. Einfach hin. Ich habe fünf Riesenseelen im Schlepptau. Gar kein Problem für mich. Jetzt renne ich da mal einmal schnell hin. Das ist gar kein Problem. Ich könnte für Königsring mal eben den nehmen. Vielleicht bringt das ja was. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Schaden ich mache. Bestimmt ist ja jetzt so ein Two-Hit oder so. Ist der auch schwächer vom Angriff her? Wendrick. Was geht ab? Oha. Geht der voll auf Aggro. Aha. Chill mal. Bist du sonst nicht so aggressiv? Aha. Da, so schmeckt der Schaden schon besser. Schaden ist immer noch scheiße. Vielleicht bringt Pieken mehr. Autsch. Pieken? Oh, Pieken ist viel stärker. Wieso ist Pieken so viel. Aua. Pieken so viel stärker. Eben beim Drachen war Pieken auch viel stärker. Alter, wie kann eine ganze Ausdauer weg sein von dem Scheißschild? Was ist das für ein Scheißschild? Na klar, trifft er mich. Verstehe trotzdem nicht, wieso die so viel Schaden machen. Bin ich ehrlich. Komik.
Jetzt aber. Jetzt mache ich den fertig. Komm ran, my friend. Ich renne da nicht wieder wie ein Irrer auf mich zu. Also Schild kann ich eigentlich vergessen, ja. Schilden bringt gar nichts. Versteht immer noch nicht, wieso das Pieksen mehr Schaden macht als zweihändig. Ist das echt so ein Pieks-Ding? Also, dass der weniger Pieks-Verteidigung hat oder so? Au, der tut weh. Der tut doppelt weh. Der tut dreifach weh. Mann, also die letzten Bosse machen gar keinen Spaß. Also der große Drache, der hat schon gar keinen Spaß gemacht. Im Winterring macht auch keinen Spaß. Die ersten Bosse, die haben ja echt wenigstens noch Spaß gemacht, so, aber die sind ja echt viel zu stark. Unnötig stark irgendwie. Also wir haben eben Demon's Souls zu Ende gespielt und gegen den allerletzten Endboss gespielt. Ich war bei weitem nicht so ein hohes Level wie hier. Ich war nicht mal Level 100, also. Und der hat viel weniger Schaden gemacht. Und da kann man die Death nicht mal leveln bei Demon's Souls. Es ist viel zu. Es macht viel zu viel Schaden, habe ich so das Gefühl. Und kriegen zu wenig Schaden. Obwohl meine Waffe ja maxed ist, ne? Das ist nur meine Meinung. Aber es fühlt sich so an. Ach guck mal, jetzt kommt er wieder angerannt. Und trifft. Und trifft nochmal. Einfach ein Turret. Gibt's da noch irgendeinen Trickskoppel oder stelle ich mich einfach nur dumm an? Tricks sind die Seelen im Inventar zu haben. Im Inventar? Hier. Ja? Muss ich die poppen dann vor seinen Augen oder wie? Tricks sind die Seelen im Inventar zu haben. Also so wie ich es jetzt hier habe, ja. Das ist ja so, ich hätte aber rum. Okay. Inventar. Was ist denn Inventar? In der Box. Hab ich doch. Mach ich jetzt mehr Schaden oder ist es Einbildung? Nee, wieder 300, so wie eben. Die Peaks-Attacken, die sind's. Ach nee, nicht immer so an die Wand. An der Wand ist scheiße. Das weißt du auch. Hör auf an der Wand. Nee, nicht die. Weg, weg, weg. Dieser seitliche, der ist asozial. Mann, ich roll schon weg. Naja, er trifft mich trotzdem. Roll, roll! Ach Mann, ich hab keinen Bock mehr. Ich höre gleich auf. Was soll ich. Null Bock, ich sage es euch. Spielt niemals Dark Souls 2. Ist so ein Scheißspiel. Ich hasse das Game. Das ist das erste und letzte Mal, da ich das Game spiele. Ich sage es euch. Das wird gelöscht und auch vom Account gelöscht. Wenn ich die CD hätte, würde ich die aus dem Fenster schmeißen. Größte Drecksgame. Game geht mir so auf den Piss. Ich sage es euch.
Ausdauer regeneriert sich übel langsam, obwohl ich den scheiß Ausdauerring drin habe. Wenn du dich rollst, also selbst ich im Real Life kann mich schneller rollen als der Dude hier. Macht auch null Spaß. Ich block eine Attacke von dem, komplette Mana-Leiste ist weg. Guck ganz mal an, die ganze Mana-Leiste ist weg. Als wäre ich hier NG plus 7. Ich muss mir mal ein Video angucken, NG plus 7, wie stark der ist. Da macht er bestimmt 5000 Schaden. Das macht gar keinen Sinn. Kann der mal die seitliche Scheiße aufhören? Ja, Ausdauer halt. Ausdauer, Mana, ist so alles der gleiche Piss. Ich kotz. Wie viel Schaden will... Wie viel Schaden will der machen? Und immer dieses gestunt sein. Ich könnte auch 5 Millionen Ballons haben. Man ist immer gestunt. Was kommt danach noch, Skoppel? Kommt danach noch ein Boss? Oder ist das wirklich der letzte? Muss wissen, ob ich noch eine Folge machen muss, oder ob ich das jetzt in der Folge noch durchziehe. Also der macht so viel, der macht so gar keinen Spaß jetzt. Hater geworden? Ich war schon immer Hater. Wendrick und dann der Endboss. Da kommt noch ein scheiß Boss danach und wahrscheinlich macht er nochmal doppelt so viel Schaden. So dumm. Vielleicht habe ich auch zu wenig Iframes. Vielleicht liegt es auch an mir. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich mir das Schild wegmachen. Das Schild bringt gefühlt gar nichts. Das kann ich mir auch sparen. Das Schild zu benutzen ist schlechter als es nicht zu benutzen. Ja, moin. Vielleicht bin ich auch zu unagil gewesen. Vielleicht war ich zu schwer. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall leichtfüßiger an. Na super. So viel zu leichtfüßig. Ich nehme am besten noch einen dritten. 3 Stück. Peak. Am gefährlichsten sind echt die Seitendinger. Dieser. Das ist der gefährlichste. Der ist gefährlich. Bam. Bam. Peak. Peak. Bam. Bam. Ach, die Seitendinger immer. Mana, 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 Mana. Ich brauche Mana. Oh Gott. Ich hab ihn. Ich kack ab. Oh Gott, ey. Wendrick besiegt. Untersuchen. Mann, 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 ey. So, wer bist du?
Du siehst aus wie ein Boss und ich habe gar keinen Bock drauf. Nee, das ist der alte König. Der sieht schon eher aus wie ein König. Hallöchen. Das ist Vendrick. Endlich haben wir Vendrick gefunden. Okay. Soll ich denn angreifen? Wieso gibt er mir nichts? Gib mir doch dein Schwert, das hätte ich gern. Sein Schwert würde ich nehmen. Der Aschennebel schwindet. Bist du der Bo... Hey, da war doch noch was. Gruft der Untoten. Hä, und jetzt? Nee, muss jetzt woanders hin. Okay, dann Abfahrt hier. Muss ich noch ein Gebiet machen oder kann ich direkt zum Boss hin, Skoppel? Weil wir sind schon über eine Stunde. Soll ich es jetzt noch machen oder in einer extra Folge? Jetzt Boss, okay. Da machen wir jetzt noch den Boss. Drangleic Castle. Alles klar, krieg ich hin. Ab zum Drangleic Castle. So, wie mache ich, kriege ich denn noch mehr Belastung? Belastung muss ich leveln. So ein Kotz. Habe ich denn irgendeine Seele bekommen von dem? Ey, der hat keine Seele gegeben. Was ist das denn? Kann ich jetzt hier die Riesenseelen benutzen? Skoppel, kann ich jetzt die Riesenseelen benutzen? Kannst du. Alle. Abfahrt. 50.000. Das sind dann mindestens nochmal 2 Level. Schön auf Belastung. Zack. So. Müssen wir mal gucken, welches Schild schweres das wiegt. 6. Und das 4,5. Nehmen wir lieber das erstmal. So, Drang-like. Drang-like. Schloss von Drang-like. Muss ich in den Thronraum vielleicht? Nee. Die Tür? Hier links. Also hier die Tür, meinst du? Hier ein Zellebade. Also Königs. Hab ich doch. Wenn ich was hab, dann den Königsring. Wo ist er? Da, Königsring. Mach ob. Aufmachen. König ist da. Jetzt gleich wieder ausziehen, oder? Lass mich hinein, lass mich hinein. So, was ist hier für ein Boss? Ich bin gespannt. Aha! Hallöchen. Hast du hier die ganze Zeit gewartet? Bist du der Boss? Shanna Lotte. Ich wurde von Drachen geboren? Ich glaube, du wurdest verarscht. Du siehst nicht aus wie ein Drache. Ist das hier wichtig? Das Feuer binden wird, ja. Ja.
Ja, mache ich. Das mache ich. Thron des Verlangens. Oh ja. Ich erinnere mich hier an den Weg. Aber ich kann mich zum Verrecken nicht an den Boss erinnern. Oh ja, das habe ich gesehen bei Hanno, glaube ich. Erstmal einen schönen Weg latschen. Wieso ist er schön? Oh Gott, wieso ist hier Feuer? Wieso ist hier Blut? Das heißt nichts Gutes. Sind hier echt runtergefallen? Wie blöde ist man denn, dass man hier runterfällt? Nee, weil er so kacke lang ist. Also. So, jetzt der Boss. Boss-Time. Geil. Ach, guck mal, ich kann mir sogar Kollegen rufen. Wer ist das? Bernhard! Der Bernhard! Den holen wir doch. Den guten alten Bernhard. Bernhard aus Jugo. Ey, der hat das magische Ding. Das will ich auch. Geil. Abfahrt. Thronwächter und Thronverteidiger. Auch. Ah, Junge. Zum Glück habe ich einen Kollegen dabei. Das wäre ja sonst echt asozial. Bernhard, geh mal ab. Bernhard. Bernhard. Okay, die gehen chillig erstmal auf mich. Bernhard kann machen, was er will. Der greift halt auch nicht an, der Bernhard irgendwie. Was macht der? Der hat den einen Tritt gegeben. Ist das sein fucking Ernst? Ey, der Bernhard ist so nutzlos. Aha. Aha, er greift mal an. Aber, aha. Ey, Bernhard ist echt nutzlos. Und gleich haut er ab und sagt, er hat seine Aufgabe erfüllt oder so. Kenn den doch. Den Bernhard. Was macht die denn? Die macht jetzt Magie auf ihre Waffe. Endlich hat Bernhard mal die Aggro. Und ich kann abgehen. Wie er wieder sein. Das verstehe ich nicht. Bernhard, du bist nutzlos. Komm noch einmal treffen! Gott sei Dank. Bitte. Ist sie tot? Ja, die ist tot. Aha. Weg mit euch. Thronverteidigerseele, Thronwächterseele. Ey, es gibt hier echt viele Seelen. Ich bin ganz froh, dass ich den Bernhard dabei hatte. Alleine wäre echt mies gewesen. Oha! Jetzt kommt erst der Boss. Tapferer Untoter. Mann, sieht der eklig aus. Alter, das sieht fast wie N64-Grafik aus. Bernhard ist noch am Start.
Bernhard ist noch am Stüssel. Oh Gott, was macht er da? Verflucht. Ich will nicht verflucht sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Bernhard ist tot. Und ich habe gar nichts mehr zu heilen. Aua, ich glaube, das hat sich nicht gelohnt. Oh Gott, ich bin die ganze Zeit bei dem Verfluch, kann das sein? Vielleicht doch lieber pieken. Oh Gott, was macht er jetzt? Aha, ich hab's gewusst. Was macht er jetzt? Nee, will ich nicht. Ah, er macht wieder neue Verfluchungsdinger. Das ist erstmal. Oh Gott, das zieht mir ja Leben ab. Oh Gott, zum Glück habe ich das nicht. Oh Gott! Das zieht mir halt die ganze Zeit Leben ab. Das ist so asozial. Das war dumm. Dumm gefährlich war das. Nein, den habe ich gar nicht gesehen. Aber auch asozial, dass nach dem Boss direkt noch ein Boss kommt, ne? Das ist die Könige von Vendrick. Bah. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal latschen? Und immer wieder die scheiß Türe hier aufmachen? Sag nicht, ich muss auch immer wieder die beiden Dummköpfe da machen. Wo ist mal der Königsring? Da. Wenn ich den Königsring anhab, werden die hier nicht wach. Gut zu wissen. Das Dumme aber, entspannt, dass man die erste Postfahrt nicht nochmal machen kann. Man muss einfach die zweite machen. Verstehe nicht. Habe ich nicht was gegen verflucht sein? Es ist Finsternisabwehr gegen Fluch. Ist Finsternisabwehr gegen Fluch? Ich habe nichts mehr zu heilen, ne? Ja, nichts. Die macht auch Finsternis-Damage. Also macht dieser eine Ring, den ich jetzt hier angezogen habe, Sinn, ne? Finsternis-Quarz-Ring. Der macht Sinn. Ich habe das Gefühl, die ganzen Ringe sind alle nutzlos. Das Schild kann ich auch wieder wegpacken. Das hat mir wieder gar nichts gebracht. Und Kollegen. Doch, ich kann wieder einen Kollegen rufen, den Bernhard. Vielleicht ist er jetzt direkt bei der Ollen dabei. Ich muss da bestimmt die beiden nochmal machen, oder?
Auch den besten Ring nicht. Ja, war klar. Ich habe hier nichts bekommen. Ich habe mich hier nur zu falschen Sachen gebracht. Ah, da ist sie wieder. Okay. Ich muss nicht die beiden davor nochmal machen. Das war aber auch assi. Das kann man ja fast gar nicht schaffen. Hallo, kann ich es bitte überspringen? Aha, gar nicht. Dann komm mal ran. Diesmal läuft's anders. Bernhard und ich sind bereit. Bernhard und ich sind bereit. Bernhard geht ab. Bernhard, geh ab. Das war scheiße. Die Flugscheiße macht gut Schaden, ne? Alter, das macht ja durchgehend Schaden. Kann ich die Dinger vielleicht kaputt machen? Ne, kann ich nicht. Alter, habe ich viel verloren. Alter, direkt wieder verflucht. Das war guter Schaden. Nee, nee, da kann ich rangehen. Ran, ran, ran. Ran da, Bernhard. Bernhard, ran ans. Ran an die. Bam! Ab hier, Murkst haben wir sie. Na, Chandras Seele. Na, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Komme ich jetzt da rein? Aha. Zum Thron gehen? Na gut, Abfahrt. Ab zum Thron. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir das Projekt zu Ende haben, ne? Es ist schön. Einerseits ist es natürlich schön, ich habe Dark Souls 2 jetzt komplett gesehen und kann auch mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass ich das Game nicht mag. Es hat seine Höhen, ja, es gibt ein paar Sachen, die cool sind, aber im Großen und Ganzen ist es von allen Souls-Teilen wirklich mein Hass-Game. Aber ich bin auch ultra froh, dass es jetzt vorbei ist. Übel froh bin ich. Ich habe auch nichts von der Story geblickt. Es war für mich echt einfach nur eine Qual. Ich mag auch Majula nicht. Jetzt muss ich da die ganze Zeit rumgammeln, bis irgendein anderer Typ kommt und mich herausfordert, oder wie? Bin ich jetzt hier, habe ich die Top 4 besiegt, oder was? Ja, Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Game sagt. Ihr habt jetzt das komplette Let's Play gesehen. Ihr habt im Großen und Ganzen alle wichtigen Sachen gesehen. Lasst gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Es gäbe jetzt noch die DLC. Die DLCs, Entschuldigung, die DLCs, da muss man irgendwie in drei verschiedene Gebiete und drei Kronen sammeln, keine Ahnung. Ich werde es nicht machen. Zumindest jetzt nicht im Anschluss. Ja, mich würde es sehr extrem freuen, wenn ihr ein Follow da lasst. Ich habe echt gelitten. Ich habe echt gelitten bei dem Game. Aber ich habe das Let's Play jetzt auf YouTube, ist auch schön.
Kann man sich immer wieder mal anschauen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Verpasst auf gar keinen Fall die nächsten Projekte. Bloodborne steht an. Pokémon kommt raus. Demnächst wird auch bestimmt was zum DLC von Elden Ring kommen. Also abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Haut rein.